bin wieder da! Ich bin wieder zurück auf YouTube und ihr werdet mich nicht mehr los. Ich bin wieder da! Ich bin wieder da! Boah, diese Dinger funktionieren echt gut als Pompe. Hallo! Ich bin seit einer gefühlten Ewigkeit wieder zurück auf meinem YouTube-Kanal und ich muss sagen, es fühlt sich wirklich so, so, so gut an, endlich wieder da zu sein. Ich weiß, ich war fast 3 Monate weg und ich habe für alles eine Erklärung. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir fangen direkt an. Jetzt, wo ich wieder da bin, gibt es natürlich auch eine Menge Zeug, die ich euch zu erzählen habe und um euch zu updaten. Und damit ihr auch wisst, wie es jetzt weitergeht mit meinem YouTube-Kanal. Nein, ich werde nicht aufhören, YouTube-Videos zu drehen. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, Videos auf Deutsch. Ich habe keine einzige Boah, heute läuft echt nicht bei mir. Ich habe keine einzige Sekunde daran gedacht, irgendwie mit YouTube aufzuhören, sondern für diejenigen, die mir auf den Social-Media-Seiten folgen, wo ich euch jeden Tag zuspamme, ich packe euch hier nochmal die verschiedenen Links hin. Ich habe jeden Tag für mein Abitur gelernt. Denn wie viele momentan auch, habe ich in den vergangenen Monaten, beziehungsweise eher so im letzten Monat, mein Abitur geschrieben und ich habe noch keine Ergebnisse, deswegen bin ich wahrscheinlich so gechillt, weil ich jetzt sowieso nichts machen kann. Meine mündliche Prüfung gehabt und die mündliche Prüfung habe ich schon mal bestanden, also yay, hoffen wir, dass das andere auch alles geklappt hat. Und davor war dann so Zeug wie Mottowoche und Vorabi und Stress, weil einem von allen Seiten gesagt wurde, so Abitur ist voll wichtig, ihr müsst das schaffen, ihr müsst dies machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Und ich bin ein Mensch, ich bin leider sehr stressanfällig und deswegen habe ich mich dezent gestresst gefühlt. Was natürlich dazu beigetragen hat, dass ich so eine kleine Kreativitätslücke hatte, um ehrlich zu sein. Also mir sind nicht so viele Videothemen eingefallen. Ich hatte nicht wirklich Lust, Videos zu drehen, was nicht daran liegt, dass ich euch nicht mag, sondern es war einfach so, die ganze Situation war einfach nur purer Stress. Und ich war während meiner Abi-Zeit, ich habe mir so einen Plan gemacht und ich habe während meiner Abi-Zeit, glaube ich, einen halben Tag bei Ikea verbracht, weil ich eine neue Bettwäsche kaufen wollte und das hat meinen Plan schon ruiniert. Und ich habe einfach angefangen zu gammeln 3 Tage und musste das dann alles wieder aufholen. Und deswegen hatte ich ehrlich gesagt wirklich keine Zeit, um Videos zu drehen und ich habe es auch irgendwie komplett verpeilt, jemanden zu fragen, ob er was für meinen Kanal dreht, so wie es viele andere YouTuber auch schon gemacht haben. Und ja, ich hatte dann einen straffen Abiturplan, weil ich wirklich alles schaffen wollte, weil ich so ein Mensch bin. Ich lerne in der Schule nur das Nötigste und dann, wenn das Abitur kommt, muss ich mir alles reinballern, damit ich das fürs Abi kann. Wenn ihr auch so jemand seid, ich möchte kein Vorbild für Leute sein, denn es ist nicht die beste Art zu lernen, aber ich bin ehrlich, so habe ich gelernt und ich habe es in meinen Prüfungen zum Glück auch so gekonnt. Wenn jemand auch so faul ist, könnt ihr es mir mal gerne in die Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben geben, damit ich mal sehen kann, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der immer nur das Nötigste macht und dafür dann am Ende richtig reinhauen muss. Wie viele von euch wissen, bin ich ja auch noch Mitglied bei Essens.tv seit Anfang des Jahres und auch für die habe ich dann noch Videos während meiner Abiturzeit gemacht. Natürlich wurde total auf mich Rücksicht genommen und ich wurde nicht zugeballert mit Themen und alles. Deswegen nochmal ein Dankeschön an der Stelle, auch dass ich so viel schieben konnte. Aber natürlich war das auch nochmal was, was dazu beigetragen hat, dass ich weniger Zeit hatte für meinen eigenen Kanal und ich das schon so koordinieren musste, dass ich es geschafft habe zu lernen jeden Tag und auch noch Essens.tv zu machen. Und ich bin halt so ein Mensch, ich schiebe gerne auf und dann war alles immer so last minute und total stressig. Deswegen, wie gesagt, kam eine lange Zeit nichts mehr auf meinem Kanal. Jetzt, wo ihr wisst, warum ich weg war, werdet ihr natürlich auch erfahren, was so alles in der Zeit passiert ist und was natürlich noch auf euch zukommen wird. Denn ich habe natürlich nicht tatenlos während meiner Abiturzeit zu Hause gesessen und habe kein einziges Mal auf meinen YouTube-Kanal geguckt. So ist es nicht. Denn ich habe quasi schon seit dem ersten Tag, an dem ich angefangen habe zu lernen, diesem Tag entgegengesehen, an dem ich hier sitzen kann und sagen kann, alle Prüfungen sind durch und ich kann mich komplett auf YouTube konzentrieren. Natürlich kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich mein Abitur bestanden habe oder nicht, aber wir können davon ausgehen, dass es klappt und dass ich danach erstmal ein ganzes Jahr YouTube Vollzeit machen kann, bevor ich studiere. Was bedeutet das jetzt für euch? Die coole Maike hat sich einen Videoplan gemacht und zwar bin ich jetzt so voll in dem Mut, Maike, regelmäßige Videos, du hast so oft versucht, Videotage einzuhalten, du hast so oft versucht, regelmäßig hochzuladen. Hat es geklappt?
Nein, hat es nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt sage, ich habe feste Upload-Tage und ich werde zweimal in der Woche hochladen, dass so ein paar jetzt die Augen verdrehen werden und sagen, du lädst doch nur voll selten hoch, bla bla bla. Aber Leute, jetzt ist alles viel entspannter. Jetzt, wo ich nicht mehr in die Schule gehe, habe ich genug Zeit, Videos zu planen, Videos zu drehen, Videos über mehrere Tage zu schneiden. Denn ihr müsst überlegen, es war früher total stressig und ich möchte mich absolut nicht beschweren, denn ich habe es mir ja selber ausgesucht. Um das Ganze jetzt mal konkret auszudrücken, es wird zwei feste Upload-Tage in der Woche geben. Nämlich einmal den Dienstag und einmal den Samstag. Und an beiden Tagen werden die Videos jeweils um 14 Uhr online sein. Außerdem bin ich immer schon ganz fleißig dabei, die Videos zu planen und sicher zu gehen, dass ich wirklich drehe und dass auch an den ganzen Tagen wirklich was kommt, weil ihr kennt ja so meine YouTube-Vergangenheit. Ich habe immer so ein bisschen Tage geschleudert, geschwänzt, was weiß ich, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr machen, denn ich habe, wie gesagt, jetzt die Zeit dazu. Deswegen werden Samstag und Dienstag um 14 Uhr immer neue Videos kommen. Unter anderem habe ich jetzt einen Vlog-Kanal. Und bevor jetzt die Leute sagen, okay, du hast schon einen Gaming-Kanal angefangen, du hast schon einen Zweitkanal angefangen, du hast schon einen englischen Kanal angefangen, den Kanal hältst du doch eh nicht ein. Nein, Leute, ich muss mal was dazu sagen. Also, ich bin ein Mensch, wenn ich eine Idee habe, möchte ich die sofort umsetzen. Und ich bin so ein Mensch, ich denke dann nicht über die Konsequenzen nach. So war es zum Beispiel bei meinem Gaming-Kanal. Ich hatte voll Bock, Minecraft-Videos zu machen, dass das am Ende irgendwie nicht funktioniert, weil ich keine Lust mehr drauf habe. Habe ich nicht so mit einkalkuliert und deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Und gerade in meinem Englisch-Abitur habe ich gemerkt, dass mein Englisch jetzt nicht so Bombe ist. Also es ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, oh mein Gott, du bist fast Muttersprachler, du brauchst auf jeden Fall einen englischen Zweitkanal. Und einige von euch haben ihn ja auch schon abonniert, den Kanal, den schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Und der hieß halt Crom Bay, also wie Bay, das coole Wort, und halt mein Nachname so. Und ich habe mir halt überlegt, ich würde super gerne Vlogs hochladen, weil ich immer das Problem habe, ich bin privat mega, mega witzig. Und das sage ich nicht, weil ich eingebildet bin, sondern ich bin total der offene, humorvolle Mensch mit den Leuten, die mich so tagtäglich umgeben und die mich gerne haben. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass in meinen Videos, die ich sehr, sehr stark bearbeite, weil ich halt sehr perfektionistisch in dem Schnitt bin, immer, dass es dort immer so ein bisschen untergeht und ihr so gar nicht die Persönlichkeit hinter Maike quasi kennenlernen könnt, weil ich ja eigentlich immer nur da sitze so, hey, das ist mein Make-up. Hey, das ist mein Outfit. Und keiner weiß quasi so, wie ich so im tagtäglichen Leben drauf bin. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, wenn du mein Zuschauer wärst, also wenn ich mein eigener Zuschauer wäre, was würde ich gerne von mir sehen wollen? Und dann habe ich mir so gedacht, manchmal würde ich gerne wissen, wer die Person dahinter ist. Und ich persönlich gucke zum Beispiel voll gerne die Vlogs von Tara, von Remy, von Alicia, von Niki und Gabby. Ich liebe Vlogs einfach. Und ich habe jetzt für mich so beschlossen, ich möchte halt, dass ihr quasi auch die Person hinter meinem YouTube-Kanal sozusagen besser kennenlernen könnt. Und deswegen habe ich mir eine Vlog-Kamera bestellt und ja, einen Vlog-Kanal eröffnet. Und um nochmal auf das von eben zurückzukommen, ich habe quasi den Crom Bay englischen Kanal jetzt zu meinem Vlog-Kanal gemacht, weil ich den Namen trotzdem cool finde. Also ich finde dieses Crom Bay, das ist irgendwie so Slay, Tumblr, der Name ist so richtig cool und ich wollte ihn nicht aufgeben, weil ich war voll stolz auf den Namen. Als Jana Beauty Bird und ich den Namen irgendwie kreiert haben für meinen englischen Kanal, fand ich den mega geil und ich möchte ihn ehrlich gesagt auch nicht abgeben. Deswegen ist das jetzt mein Vlog-Kanal. Und bevor ihr jetzt sagt, du machst da sowieso keine Videos drauf, ist es jetzt schon ein Video auf meinem Vlog-Kanal online gegangen. Was es ist, werde ich euch nicht verraten, denn ihr müsst unten auf den Link klicken und es euch angucken, wenn ihr möchtet. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dort Abonnent des Kanals werdet, denn ich möchte da sehr regelmäßig drauf vloggen. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass es Daily Vlogs werden. Es hängt jetzt alles, wie gesagt, die festen Uploadzeiten und wie oft ich vloggen werde, hängt jetzt ganz, ganz, ganz stark davon ab, ob ich mein Abitur schaffe oder nicht, ob ich in die Nachprüfung muss, ob ich in die Abweichprüfung muss, all das. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass alles klappt und ihr könnt euch auf die zwei festen Upload-Tage freuen und meinen Vlog-Kanal, der regelmäßig mit neuen Inhalten gefüllt wird. Also ich persönlich habe mir so vorgenommen, das ist jetzt noch keine Garantie, aber ich habe mir
mir schon so vorgenommen, mehrmals in der Woche zu vloggen. Ich möchte euch keine Daily Vlogs versprechen, weil manchmal ist ein Tag einfach nicht so interessant und ich möchte mich nicht selber zwingen zu vloggen, nur damit ich quasi einen Inhalt auf meinem Kanal habe und mir geht dann nach 3 Wochen der Spaß dran verloren, sondern ich möchte eigentlich immer vloggen, wenn was Cooles ansteht oder wenn ich gerade Lust dazu habe und euch einfach sozusagen in meiner Welt mitnehmen kann. So, das waren jetzt erstmal so die 2 größeren Ankündigungen. Okay, 3. Ich bin wieder da, aber das hätte man sich ja denken können. Ich habe einen Vlog-Kanal und ich habe feste Upload-Zeiten und ich habe meine Videos vorgeplant. Aber es gibt noch mehr, was in meinem Leben passiert ist, seitdem ich weg war, und darüber lasse ich euch natürlich auch alles wissen. Und zwar gibt es noch eine Sache, die sich verändert hat, seit ich 3 Monate nicht mehr hochgeladen habe. Und zwar lebe ich seit ungefähr 6 Wochen vegan. Und was es für Eigenschaften hat, positiv und negativ, also die Auswirkungen, wie es mir geht, was ich so esse. Ihr könnt mir gerne alles in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Also ich denke mal, ich werde da nochmal ein extra Video zu machen oder mehrere. Und ihr werdet auch ganz, ganz viel auf dem Vlog-Kanal sehen, was ich esse, was ich mache, wie es mir geht und alles. Aber was ich dazu sagen kann, ganz kurz und knapp zusammengefasst, ich ernähre mich jetzt seit ungefähr 6 Wochen vegan. Und trinke mehr Wasser, mir geht es viel, viel, viel besser. Ich habe gar keine Magenprobleme mehr, denn ich bin so ein Mensch, ich kriege total schnell bei Stress Magenprobleme. Ich kriege trockene Hände, so ein bisschen wie Neurodermitis. Ich habe super viel Stress dann und Bauchschmerzen und mir geht es gar nicht gut. Und das ist alles schon mal weggegangen durch die vegane Ernährung. Falls ihr es sehen könnt, das All-Time-Pickle-Face Michael Krombach hat fast reine Haut. Und das kommt auch, seit ich vegan gegessen habe. Und ich hätte es mir nie erträumt, weil ich bin zu 1 Million Hautärzten gelaufen. Ich habe diese komischen Tabletten genommen. Wenn ihr meine Videos ganz, ganz lange guckt, dann wisst ihr das. Ich habe mal so ein Beauty-Café, glaube ich, darüber gedreht, dass ich halt so richtig krasse Tabletten genommen habe, dass ich ganz viele Masken ausprobiert habe und eigentlich meine Pickel mit gar nichts weggegangen sind. Und jetzt ernähre ich mich seit 6 Wochen vegan. Und klar trage ich jetzt Make-up, aber ich gehe jetzt extra nah an die Kamera. Ich hoffe, sie fokussiert. Seht ihr das? Meine Haut ist einfach so viel besser geworden. Und apropos neue Kamera fokussieren, merkt ihr einen qualitativen Unterschied? Denn es ist noch mehr passiert. Ich habe mir eine Canon 80D gekauft und mein Portemonnaie hat ganz, ganz, ganz stark gelitten. Wirklich, Leute, mein Portemonnaie hat richtig, richtig, richtig stark gelitten. Aber oh mein Gott, es folgt mir jetzt, wenn ich fokussiere, beziehungsweise es fokussiert und folgt mir. Und ich kann den Hintergrund so krass unscharf machen und trotzdem zoomen. Und ich bin nie wieder unscharf und es pumpt nie wieder. Und das ist so ein richtiges YouTube-Träumchen. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich mir schon eine neue Kamera kaufen wollte. Und ich habe ganz, ganz, ganz hart gespart und habe jetzt eine bessere Kamera. Ich habe neue Effekte für meine Videos. Ich habe ganz viele Videoideen und ich werde euch so mit guten Videos zuballern. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die sich auch geändert hat. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, damit ich jetzt quasi YouTube Vollzeit machen kann, wenn Abi funktioniert, bis ich mein Studium anfange. Und ich habe mir ein neues Objektiv gekauft. Wie gesagt, ich habe neue Videoeffekte geholt. Ich habe ganz viele Videos geplant. Das ist auch sowas, was sich erneuert hat. Und noch nicht damit klar, wenn meine Kamera aufnimmt oder nicht. Und eine andere Sache, die sich natürlich auch noch geändert hat, ist, vielleicht ist es euch mal aufgefallen, ich habe noch nie ein Video gedreht, was ich so locker vor der Kamera gefilmt habe wie das hier. Denn ich habe ja sonst immer alles sehr stark rausgeschnitten, weil ich sehr perfektionistisch bin und weil ich immer dachte, wenn ich irgendwie mich verspreche oder irgendein hässliches Gesicht ziehe, dass ich quasi eine Angriffsfläche biete und mich dadurch lächerlich mache. Aber seit ich die veganen Videos geguckt habe, das klingt jetzt so klischeehaft, aber sie haben mir so ein bisschen vermittelt, dass man sich selbst lieben soll. Und ich sage euch ja auch immer, ihr sollt euch selber lieben und euch akzeptieren, so wie ihr seid. Und ich möchte da natürlich auch ein Vorbild sein. Aber manchmal ist es halt echt schwer, so, wenn man weiß, was seine Macken sind und was seine Fehler sind. Und wenn man die jeden Tag vorgelebt bekommt, dann ist man nicht immer positiv. Bei mir war es zum Beispiel, ich war eine ganz, ganz lange Zeit total unsicher wegen meinem Gewicht. Aber während dieser veganen ganzen Sache, das ist ein neues Wort, wegen der ganzen
Ich hab's schon wieder gesagt. Während der ganzen veganen Sache habe ich einfach vermittelt bekommen, dass man seinen Körper so akzeptieren soll, wie er ist, dass man ihm Gutes tun soll und dass man vor allem sich Gutes tun soll. Und ich habe, wie gesagt, gelernt, mich selbst zu akzeptieren, weswegen ich auch einfach so locker und gechillt vor der Kamera sitze, weil ich mir so denke, ich bin gut so, wie ich bin, und die Leute, die meine Videos gucken, abonnieren mich ja größtenteils auch, weil sie mich anscheinend so mögen, wie ich bin. Und deswegen möchte ich da einfach so ein bisschen die Distanz nehmen, die quasi so vorher zwischen uns war, weil ich das ganze Witzige rausgeschnitten habe, weil, keine Ahnung, jetzt könnt ihr mich kennenlernen. Was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass ich meinen Vlog-Kanal eröffnet habe, um halt diese Distanz zu brechen und euch einfach ein bisschen mehr zu zeigen, wer ich bin. Und ich weiß, ich habe euch jetzt ziemlich zu geballert mit Informationen, und ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt geworden ist. Ich kann ja mal einen Tipp abgeben, ich sag jetzt mal so zwischen 15 und 20 Minuten. Aber mir war es einfach wichtig, dass ihr Bescheid wisst, warum ich nicht da war, dass ihr mir nicht egal seid. Ich habe wirklich jeden Tag auf den Social Media Seiten rumgeheult, dass ich endlich wieder Videos machen will, aber es nicht funktioniert. Und einfach, dass wieder mehr kommen wird, was kommen wird, wie das Ganze jetzt aussieht. Ihr seid auf jeden Fall geupdatet, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einfach euer Feedback in den Kommentaren lasst oder mir einen Daumen hoch gebt, damit wir quasi wieder anfangen, zusammen zu interagieren und wir wieder eine große Squad werden und alles wieder richtig cool wird, wenn wir jetzt anfangen, Videos zu drehen, beziehungsweise wenn ich jetzt anfange, die Videos zu drehen. Wenn ihr noch nicht Abonnent des Kanals seid, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst, denn es wird jetzt eine Menge Zeug kommen. Und ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich denke mal, ihr habt dieses Video schon sehr lange geguckt, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!